Hallo, ich habe euch ja in meinem Vlog über die Strommisere erzählt, dass wir so viel Kilowatt verbraucht haben im Jahr 4000, war das? Ja, knapp 4000. Und ich ja dann halt gucken wollte nach einem neuen Stromanbieter. Und ja, ich hatte ja dann auch hier einen rausgefunden. Und mir waren aber so ein paar Kriterien wichtig, die halt der neue Anbieter erfüllen sollte. Es gibt zum Beispiel Anbieter, die sind halt recht günstig, aber da muss man zum Beispiel ein Jahresdingenabschlag bezahlen, also halt eine große Summe, und man hat dann das ganze Jahr über dann halt keinen Abschlag und so. Das wollte ich nicht. Dann war mir halt wichtig, Ökostrom, dass man was für die Umwelt tut. Und ja, dass halt der Beitrag im Monat halt nicht so hoch ist. Trotz der hohen Kilowattzahl, die ich halt angebe, weil ich habe ja die aktuelle Kilowattzahl im Jahr angegeben, damit man halt berechnen kann, wie der neue Abschlag ist. Ja, und da bin ich dann halt auf Polarstern Ökostrom gestoßen. Hab mir das so alles durchgelesen, weil die bieten halt Ökostrom und Ökogas an. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, dass die sogar noch Hilfsprojekt in Kambodscha unterstützen, dass die dort halt mit Energie versorgt sind. Und ja, dann habe ich dann mit denen mal Kontakt aufgenommen, weil mich das halt interessiert hat. Auf der Homepage kann man auch noch alles nachlesen und so. Und ich fand das so cool, weil man halt ja, Ökostrom bezieht und dann auch noch dazu noch ja, so ein Hilfsprojekt unterstützt, und dafür bin ich ja immer zu haben. Und ja, das fand ich ganz cool und habe dann mit denen hin und her geschrieben und habe dann auch, ne, dass ich halt YouTube-Videos mache und so, und das fanden sie auch ganz toll. Und ja, wir sind jetzt zu Ökostrom gewechselt. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal. Also, jetzt zeige ich euch mal kurz, wie das funktioniert. Ich habe die Seite polarstern-energie.de aufgerufen. Dann kann man halt aussuchen, ob man Ökostrom, Ökogas haben möchte. Und wir möchten ja Ökostrom haben. Dann geht ihr auf so, los geht's. Und dann kann man aussuchen, Privatperson, Firma. Dann gibt man seine Postleitzahl ein. Dann kann man aussuchen, wie viel Personenhaushalt man ist, 1, 2, 3, 4, oder man kann anhand der letzten Stromrechnung seine Kilowattzahl eintragen. Und da wir ja so immense hohe Verbrauchzahlen hatten, gebe ich einfach die Kilowatt ein. Und dann geht man unten auf Preis berechnen. Und dann zeigt er hier oben an den Monatsbetrag, den man bei Ökostrom bezahlen würde. Das wären in unserem Fall dann 96 Euro. Und hier unten kann man gucken, was der Standardtarif als Preisvergleich zu Ökostrom ist von dem jetzigen Regionalanbieter. Das wäre dann 101 Euro. Und man würde quasi 5 Euro sparen, aber wir zahlen mehr als 101 Euro. Deswegen ist das schon eine Ersparnis. Ja, dann hat man hier oben den Tarif. Hier unten füllt man dann halt aus, was man ja ausfüllen muss. Das Wechseln von Ökostrom, also von eurem alten Anbieter zu Ökostrom, übernehmen die für euch. Da müsst ihr euch nicht drum kümmern. Ihr müsst nur den Zählerstand und die Zählernummer eintragen, also hier eure ganzen Daten, und dann kann man unten wirklich Ökostrom bestellen. Und ja, dann könnt ihr wechseln. Ja, so einfach ist das. Also, wie ihr gesehen habt, ist das total einfach. Einfach ein paar Daten eingeben, eure Informationen. Und dann gibt es halt unten in dem Feld Rabattcode. Da habe ich natürlich dann auch nachgefragt. Und da könnt ihr, wenn ihr bis zum 31.12. wechselt, kann ja sein, dass ihr auch so Probleme mit eurem, ja, Anbieter habt oder so, und ihr wollt auch Strom wechseln, dann könnt ihr bis zum 31.12., wenn ihr wechselt, den Rabattcode KLENEMELLE81 eingeben, und dann kriegt ihr noch 20 Euro Wechselrabatt. Ja,
Also ich habe davon nichts. Nur für euch ist das was ganz Cooles, finde ich. Ihr müsstet nicht alle unbedingt den Strom wechseln, aber wenn ihr auch vorhabt und auch noch was für die Umwelt tun wollt und ein Hilfsprojekt unterstützen, dann ist das, glaube ich, schon eine ganz coole Sache. Und ich bin hier total geblendet von der Sonne. Ja, dann, wie gesagt, bis zum 31.12. kriegt ihr noch diesen 20 € Wechselbonusrabatt. Und ihr müsst euch dann auch gar nicht drum kümmern. Das macht dann Polarstern Ökostrom selber. Die kündigen euren alten Anbieter, dass ihr dann halt reibungslos bei denen dann halt euren Strom beziehen könnt oder Gas. Also, ne, ihr könnt Strom oder Gas beziehen. Und ja, und auch ihr könnt jederzeit mit denen Kontakt aufnehmen. Das ist auch ganz cool. Auf der Homepage, wenn ihr da tagsüber mal guckt oder so, ist oben so ein kleines Chatting. Da sind immer zwei nette Damen, die mit denen ihr Kontakt aufnehmen könnt, die Fragen stellen oder telefonisch könnt ihr gerne machen. Die sind super lieb und super nett. Ja, also ich bin ja mal gespannt. Wir beziehen dann ab jetzt dann Ökostrom und ich bin dann mal auf die nächste Abrechnung dann gespannt, ob wir wirklich dann einige sparen oder mal gucken. Ja, das wäre es dann jetzt von mir. Und ich habe die tollste Beleuchtung hier, aber die Sonne scheint. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!